Mania steht vor der Tür, das größte Wrestling-Event des Jahres, das Fans und Superstars gleichermaßen begeistert. Jahr für Jahr stellt die WWE den Wrestlern eine riesige Bühne zur Verfügung, um die Show of Shows zu präsentieren. Bald findet die 40. Ausgabe statt und über die Jahre haben wir unvergessliche Momente und Matches erlebt. Es bleibt die Frage, welche WrestleMania die beste ist. WrestleMania 17, WrestleMania 19 werden da häufig genannt, aber es gibt auch einige, die oft unter dem Radar fliegen und deshalb in diesem Artikel 5 WrestleManias, die ihr unbedingt nochmal anschauen solltet, um euch in Stimmung zu bringen für das größte Sports-Entertainment-Event des Jahres. Beginnen wir mit WrestleMania 21, die erste WrestleMania in Hollywood im Jahr 2005. Sie markierte einen Generationswechsel. Die Matchcard und die späteren Sieger zeigen, dass zu dieser Zeit eine neue Ära angekommen war. Eddie gegen Ray als cooler Opener, gefolgt vom allerersten Money in the Bank Ladder Match, gaben der Show bereits einen starken Start. Danach wird es jedoch noch besser durch ein starkes Streak-Match zwischen dem Undertaker und dem aufstrebenden Randy Orton. Ihren Höhepunkt erreichte die Show in der Mitte, als Kurt Angle und Shawn Michaels eines der besten Matches der WWE-Geschichte abliefern. Die beiden World-Title-Matches zum Schluss der Show waren zwar keine Kracher, aber John Cena und Batista wurden jeweils zum ersten Mal World Champions. Insgesamt eine WrestleMania mit tollen Höhepunkten und einer überragenden Midcard. Weiter geht's mit WrestleMania 28 in Miami, Once in a Lifetime. Das war das Motto dieser Mania, die einen großen Hype auslöste, große Erwartungen erzeugte und dennoch ablieferte. Diese WrestleMania zeichnet sich weniger durch Konstanz aus, sondern mehr durch große Matches und Momente. Das End of an Era Hell in a Cell Match zwischen dem Undertaker und Triple H zählt zu den besten WrestleMania-Kämpfen aller Zeiten und bot mehrere unvergessliche Szenen. Auch das WWE Championship Match zwischen CM Punk und Chris Jericho konnte überzeugen. Das lang aufgebaute John Cena gegen The Rock lieferte letztlich ebenfalls einen tollen Main Event ab. Diese drei Highlights prägen den Großteil der WrestleMania und rücken eine solide Undercard in den Schatten. Zudem bietet die Show eine wirklich starke Atmosphäre. Nun zu WrestleMania 31. Diese WrestleMania bewies, dass es auch ohne guten Aufbau ein phänomenales Event geben kann mit einer tollen Atmosphäre. Eine Show mit wenig Hype im Vorfeld kann mittlerweile zu einer der besten WrestleManias aller Zeiten gezählt werden. Das Event vereint fast alle Aspekte, die wir bei einer WrestleMania sehen wollen. Eine spezielle Atmosphäre, Special Entrances, Matchqualität und einzigartige Momente. Die Matchcard ist sehr vielfältig, von einem Intercontinental Championship Ladder Match über ein starkes Wrestling Match zwischen Randy Orton und Seth Rollins bis zum Legendentreffen von Triple H und Sting. WrestleMania 31 enthält auch einen der besten Main Events der Geschichte mit einem der größten Momente aller Zeiten, dem Cash-In von Seth Rollins. Diese Show ist von Anfang bis Ende stark und unterhaltsam gewesen. Nummer 4 ist WrestleMania 23. 20 Jahre nach der ikonischen WrestleMania 3 im Silverdome kehrte WWE 2007 für WrestleMania 23 nach Detroit zurück. Diese Show lässt sich einfach angenehm schauen und zeichnet sich ähnlich wie einige andere Manias durch ihre großen Matches aus. Einem starken Money in the Bank Ladder Match im Opener folgen einige solide Undercard Matches. Bei dieser WrestleMania ragen die beiden World Title Matches heraus. Undertaker und Batista liefern sich ein klasse World Heavyweight Championship Match zur Mitte der Show. Für Sports-Entertainment-Fans bietet die Vince McMahon gegen Donald Trump-Fehde ebenfalls einen Aspekt von Unterhaltung. Der Main-Event John Cena gegen Shawn Michaels ist ein Klassiker und so wie es auch sein sollte, das Highlight der Show. Es enthält zudem eine der wohl cooleren WrestleMania-Entrances von Cena, eine gute WrestleMania, die mit etwas mehr Konstanz wirklich krass hätte werden können. Last but not least, WrestleMania 20. Die 20. Ausgabe der Show of Shows war ein besonderes Ereignis und hatte einen besonderen Main Event. Der Abend endete mit dem Triple Threat zwischen Shawn Michaels, Chris Benoit und Triple H um die World Heavyweight Championship. Das Match selbst war ein absoluter Klassiker, aber der Moment nach dem Match, als Eddie und Chris Benoit zusammen im Ring standen und ihre Titel feierten, dieser Moment wird für immer in Erinnerung bleiben. Es war ein emotionaler Höhepunkt, der den Abschluss eines großartigen Abends bildete. WrestleMania 20 bot auch andere großartige Matches, wie den Cruiserweight Open und das Women's Championship Match zwischen Victoria, Molly Holly und Jazz. Mit einer Mischung aus alten und neuen Stars bot die Show eine großartige Wrestling-Unterhaltung. Natürlich gibt es weitere WrestleManias, die man hier nennen könnte. Diese 5 sind jedoch allesamt sehenswert und haben auch zum Mythos WrestleMania beigetragen, der Mythos, wie wir ihn heute kennen.